Jetzt ist alles aus, hörte ich einen Studiomanager stöhnen. Jetzt haben wir absolut nichts mehr, was die Leute ins Kino locken könnte. Seine Verzweiflung war natürlich gespielt, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen. Dass Hollywoods Hitmaschinen, die Sequels und Franchises an Schub und Zugkraft verlieren, lässt sich wirklich nicht mehr übersehen. Hi, der Grund für die Sorgenfalten in den Gesichtern der Studiobosse ist das Kassenergebnis von Man in Black International, ein Projekt, von dem man höchste Erwartungen hatte. Woher wir das wissen? Das hat einen ganz interessanten Hintergrund. Sony hatte bekanntlich 2014 mit dem Klamauk-Film The Interview den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un bös beleidigt und der hat sich, jedenfalls geht man davon aus, ebenso bös revanchiert. Sonys Servers wurden gehackt, was zu peinlichen E-Mails führte und damit zu Rauschmissen in der Führungsspitze und auch vertrauliche Projektpläne wurden bekannt. Darunter war die folgende Idee, man könnte auch sagen, das folgende Rezept. Man nehme ein populäres Franchise, zum Beispiel Man in Black, und mixe es mit einem anderen Hitkonzept, zum Beispiel 21 Jump Street. Wichtig dabei, eine Prise Star Power. Chris Hemsworth wurde angeheuert. Man achte ganz besonders darauf, dass zwei Männerteams inzwischen alt und ranzig sind, also out. Mindestens ein Mann muss durch eine Frau ersetzt werden. Tessa Thompson war dann die Glückliche. Und nicht vergessen, dass dieses Kompott vor allem international verzehrt wird, also verlegen wir Drehorte nach Europa. Und, damit es auch der Dümmste kapiert, benennen das Ganze entsprechend. Zum Beispiel Man in Black International. Beim eigentlichen Dreh ist man zwar von diesem Konzept ein bisschen abgewichen, aber allein die Art der Erfolgskalkulation innerhalb der Studios finde ich sehr aufschlussreich. Ein Blick auf die Filmstarts im ersten Halbjahr dieses Jahres bestätigt eindeutig Hollywoods Trend, Erfolgreiches zu wiederholen, was auf Kosten der Originalität geht. Die Top 10 Movies von 2019 sind bis jetzt 6 Sequels oder Teil einer Serie, ein Film folgt dem Pokémon-Phänomen, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, und 2 sind Wiederholungen, Wiedereinspielungen von Disney-Klassikern, Dumbo und Aladdin. Nur ein einziger Film in den Top 10 ist ein Original. Nur ein einziger Film, ich wiederhole das, nur ein einziger Film von den Top 10 Filmen im ersten Halbjahr dieses Jahres ist ein Original. Wir von Jordan Peele. Beim Thema Sequel, Prequel und inzwischen gibt es ja auch Requel, das sind die Neuverfilmungen wie Dumbo oder Aladdin. Bei diesem Thema war in den Studios schon vor 2 Jahren milde Panik ausgebrochen, weil nämlich Planet der Affen 3 Survival beim Start nur 56 Millionen eingespielt hat. Das war einer der ersten Hinweise, dass sich auch Franchises müde oder sogar totlaufen können. Und bisher ist auch tatsächlich kein Affen-Sequel mehr angelaufen. Dabei waren 56 Millionen noch von ganz anderem Kaliber als jetzt Man in Black International, das sich beim Start nur lausige 28 Millionen, also gerade mal die Hälfte davon, an den US-Kinos holte. Hat also der besorgte Studiomanager recht, den ich am Anfang erwähnt habe? Und gibt es bald nichts mehr, was die Leute ins Kino locken wird? Ich glaub's nicht. Ich bin da eher optimistisch. Wenn man sich die Geschichte von Hollywood ansieht, weiß man, dass es in Hollywood schon so viele Krisen gegeben hat und sie überwunden hat. Und ich bin sicher, sie wird auch diese Krise überwinden. See you next time.